Ungewöhnlicher Anruf bei Jürgen Domian in dessen Sendung 1Live Domian beim WDR am 12. April. Es ist ca. 1.50 Uhr am Samstagmorgen. Domians Sendung ist fast vorbei, da erreicht ihn ein letzter Anrufer mit einer schockierenden Geschichte. Daniel, der ist 19. Guten Morgen, Daniel. Ja, hi Domian. Hallo Daniel. Weswegen hast du angerufen, Daniel? Ja, das ist ein ziemlich brenzliches Thema, wo es mir auch gar nicht so leicht fällt, darüber zu reden. Ich habe mich im letzten Sommer mit HIV infiziert. Mhm. Wie kam's? Ja, es war so, dass ich, ich sag mal, eine Person des öffentlichen Lebens in Köln sehr, sehr lange kenne. Mit 15 ganz verrückt auf dem Finale von Germany's Next Topmodel kennengelernt habe. Mhm. Und ich muss sagen, ich war sehr jung und habe diesen Mann sehr angehimmelt, weil ich immer, ich war 15, er war sehr bekannt, er war sehr vermögend. Das hat mich schon angezogen, da muss ich ganz ehrlich dazu stehen. So, mit diesem Mann hast du ungeschützten Sex gehabt? Das kam erst viel später. Aber von dem hast du die Infektion? Definitiv für mich. Ich hatte keinen ungeschützten Sex, noch nie. Domian reagiert äußerlich gelassen auf das Erzählte. Dennoch wertet er diesen ungeschützten Sex klar in der Sache. Das heißt, er ist auch äußerst fahrlässig mit dir umgegangen. Er musste es ja wissen, dass er HIV-positiv ist. Und hat dich dann ausgenutzt und hat es dir nicht gesagt und hat ungeschützt mit dir Sex gehabt. Ein schweres Vergehen, eine Straftat ist das, ein moralisches, schweres Verbrechen, finde ich, was der Typ begangen hat. Über 10 Minuten geht das Gespräch, dann ist die Sendung zu Ende. Domian rät Daniel zum Abschied zu einem bestimmten Vorgehen. Geh jetzt morgen erstmal in das Gespräch. Hör dir an, was er zu sagen hat. Dann suche dir eine rechtliche Beratung, was du tun könntest. Das ist das eine. Und das andere, kümmere dich um deine Gesundheit. Mache genau all das, was deine Ärzte dir sagen. Nimm genau so das ein, was du einnehmen sollst. Und halte dich letztendlich an alles, was medizinisch notwendig ist. Das kann ich ganz klar sagen, dass das Wichtigste ist, was ich aktuell tun muss und kann. Und absolut, ja. Daniel, es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Aber nun muss man sehen, dass man aus dem, was jetzt geschehen ist, das Beste macht. Ja, ich drücke dir jetzt erstmal für morgen die Daumen. Ich muss das Gespräch jetzt hier beenden, weil die Sendung vorbei ist. Mehr könnte ich dir jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ja. Nein, ich bedanke mich sehr, sehr für deine mentale Hilfe gerade.